Hallo. Hallo. Ihr Knapp-Knapp-Wacken. Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight. Jetzt bin ich mal als Killer unterwegs. Ihr werdet sehen, ich bin heute etwas härter. Ja. Mal gucken, was hier abgeht. Ja. Also, heute bin ich mal der Fallensteller. Ja. Sei ein Killer. Ich bin immer ein Killer. Jawohl. Nein, ich bin diesmal kein Geist. Auch kein Kettenkriegemann mit einer Flachfresse. Ich bin heute der gefälschte Fallsteller, der Bruder von Michael Myers mit dicken Eiers. Nein. Ostern ist nächstes Jahr. Warte aber ab. Jetzt geht's los mit Blut ist mein Element. Mal gucken, wie viele Opfer sich jetzt freiwillig melden. Gleich schon mal vier. Wunderbar. Jawohl. Na, was für Opfergaben habt ihr? Wollt ihr Stress? Ja. Warte schon beim Friseur. Na kommt. Ich bin bereit. Und ich trinke noch zehn Bier und dann bin ich bereit. Jo. Kommt. Ich warte auf euch. Vier Sekunden. Meine Güte. Es juckt in den Fingern. Los geht's. Hi. Ich grüße euch von meiner Teufelsseite heute. Junge. Ich will fressen. Sonst krieg ich eine Schokokruste in der Hose. Oder auf Norddeutsch die Büchs. Fünf Striche wieder. Abwarten. Und Cola trinken. Jetzt bin ich mal gespannt. Faulige Felder. Jawohl. Cold down. Los geht's. Wem kriege ich jetzt als erstes? Meldet sich jemand freiwillig? Komm her. Ich hab sogar ein Korni.
Oder vielleicht auch eine Pampas. Das Polstergut. Ja. Für Sterben. Kein Kommentar mehr dazu. Komm raus. Ich bin bereit. Ja, Schnucki. Oder das Härchen. Warum versteckst du dich jetzt? Da ist ein Schrank. Wehe, du bist da drin. Mist, nix drinne. Oh Mann. Ich bin so hungrig. Und wer sich jetzt freiwillig nicht beugt, der wird gefressen. Shit. Nix drinne. Wie eine Leerfahrt, das Monster. Monster dürfen nicht lachen. Immer diese Scheißarme. Das ist wie eine dämliche Pilzsuppe. Bah. Pfui. Ha. Wer ist denn da? Komm her. Komm her, du Arsch mit Ohren. Tram an hier. Ich will dich. Na toll. Nur ein Gerüst. Was für eine Frechheit. Das ist doch Schrott. Das ist ja wie bei Kiso. Aber noch schlimmer. Ich beiß hier gleich in meine Waffe. Ich beiß meinen eigenen Arsch. Jetzt werde ich aber sauer. Meine blöden Arthritis-Knochen sind auf dem Weg. Du wirst bluten. Du Drecksack. Komm raus. Mist. Toll! Hey, komm her! Ich bin die dämlichste Kackfaust auf Bein! Ja, fein! Seid ihr jetzt alle stolz drauf, oder was? Kommt doch her! Komm her, du bösen Pups. Ich krieg dich. Du Dreckspinsel. Du stinkst ja tausendmal schlimmer als Niedersachser. Was für eine Stadt. Ist doch egal, im Moment. Ich will dich einfach nur haben. Ja. Da. Zwei Personen! Im Doppelpack, komm her! Komm her! Wieso bleibt denn der Penner stehen hier? Ist er doof oder was? Komm her! Komm her! Oh, eine Alte! Cool! Super! Fischmark ist präsent! Komm her! Mit deinem grünen T-Shirt da! Ich steh doch drauf! Ich mag dich gerne verhauen. Komm her. Ja. Da. So. Hinlegen. Bist du bereit? Ich freue mich. Da vorne ist ein Haken für dich. Mäuschen. Ach, hör doch auf zu zappeln. Keine Belohnung für dich. Ab an Haken mit dir. Ja. Du willst sie befreien? Dann mach doch. Deine rasierten Achselhaare.
Dein neuester Schoner bringt es einfach nichts. Und mit deiner Kette an der Hose da. Oh, süß. 10 Euro Schuhe von Real. Hat dir jemand sogar schon besohlen? Knuffi, das magst du doch. Bleib mal schön da hängen. Ja, ja. Noch ein? Noch ein. Wunderbar. Wunderbar. So. So. Ja. Ja. Gute Nacht. So. Der nächste bitte. Zwei jetzt sofort. Wir haben gleich Nachtruhe. Es ist Sperrstunde für Monster. Komm. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Denn dieser Schrank gehört mir. Was erwartet mich jetzt? Ein Duft von Nuttendiesel? Oder von Schweinediesel? Nein, Mist. Nix. Immer diese scheiß Baumarktschränke. Ich ärgere mich. Warum kaufe ich sowas? Das war doch nur ein Tausch. Gegen meine hässliche Unterhose. Gegen so einen edlen Kackschrank. Super, aber nichts drin. Das kann doch nicht wahr sein. Premier Moos. Ich krieg den nächsten. Oder die. Ja, ich hab meine Komplizen. Das sind meine schwarzen Raben. Hier ist nix. Scheiße, ich werde gleich heiser. Oh. Die Türen sind offen. No. Und wer durchkommt, kommt durch. Wer nicht, hat Pech gehabt. Ich bin so gerade so sauer wie ein eingelegter Hering. Schlimmer als Nöß an die Büchse. Der nächste möge jetzt bitte rauskommen. Komm her. Du dreckiger Stinknerve. Lauf. Jo, mein Mikro. Moment. So. Jetzt dürft ihr euch wieder anschleichen. Mein Arsch ist immer noch nicht gewaschen. Ich stelle mich sogar wieder zurück. Moment. Achtung. Nix. Das ist ja gerade wie Takashis. Ja. Zwangsklaven. Der Arschgesichter. Hi. Komm her. Ich verstecke mich jetzt hier. Ich hab die Schnauze voll. Ich werde gleich sauer. Immer wieder. Seit drei Minuten. Keiner kommt. Das Tor ist offen. Komm zu Schlitzklaus. Ich bin so schlitzig. Ich mag SM. Ich mag auch SMS. Die verschicke ich immer noch. Weil ich tausend Jahre alt bin. Ich hab nur meine Haare gefärbt. Mal kurz warten hier. Mal sehen, wer gleich kommt. Kommt zu mir. Ich warte auf euch. Ich bin so nervös und hungrig und durstig. Nach fettigen Arschgesichtern. Mit irgendwelchen möchtegern Axel. Aha. Ich trau mich jetzt gar nicht wegzulaufen. Hm.
Zurückbleiben bitte, ab an die Pforte. Aha. Aha. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mach jetzt mal hier ein paar krumme Sachen. Krumme Sachen. Eine Bärenfalle vielleicht, eine mantulierten Schuhe. Schuhe? Wunderbar. Das ist wie ein Doppeldecker vom Mac-Speck. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Ihr kleinen stinkenden Autoreifen. Oh, ein Schrank. Schade. Was für eine Schande. Ich will Milchreis. Nicht vom Müller. Sondern von Dr. Schrotzocke. Stehe ich mehr drauf. Ich mag stinkende Sachen. Was seid ihr denn für Unmenschen, die euch versteckt? Kleiner Triumph. Leck mich doch. Oh. So. Jo. Das war's erstmal für diese Session hier als Monster. Gerade mal 4277 Punkte. Also das ging auf jeden Fall schon mal besser, ne? Jo. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen mit meinem süßen Butterbrot-Dönermesser. Und meiner verstachelten, pickelten Warzenschweinschulter und eine kleine, ja, nicht seit 300 Jahren Zahnarztfresse. Jo. Das war's von der Monster Session. Also, demnächst lasst euch wieder überraschen, was kommt. Es kommt auf jeden Fall eine Gruppensession hier. Es sind auch bekannte Leute dabei. Als Beispiel zum Beispiel mal Gronk.de und den Rest verrate euch ich nicht. Also ihr Lieben, bleibt einfach dran. Verfolgt mich weiterhin. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Haut rein! Ahoi! Ciao!